mäßig cool. Kann das? Gucken, wie das geht. Ist egal. Dann wisst ihr halt mehr als ich mehr. Das ist so ein bisschen so eine so Psychik-Vorlesung, ihr wisst mehr als ich. Ja, der Name stammt nicht von mir, den hat irgendwer ins Wiki eingetragen, den fand ich aber sehr cool. Alternative Gulasch-Erwärmung mit Spiritus, Sonnenschein oder Kraft der Liebe. Also der letzte Teil ist vielleicht ein bisschen Marketing. Als ich das erwähnt habe, irgendwie vor ein paar Wochen im Chat, ey, ich bastel Solar-Ofenzeug, dann kamen gleich Leute an, oh geil, Outdoor-Vortrag, irgendwie Survival-Kram und hat mir das hier mitgebracht. Das war eigentlich gar nicht die Idee. Also das ging eigentlich eher so, dass ich irgendwo im Jabba gefragt habe, ey, so ein Kumpel, wie wär's mit Grillen, hast du Zeit, ne? Und irgendwie bla bla bla, ja, hey, mach doch einen Solargrill, das ist so unser Club-Öko. Und ja, nee, das habe ich nicht, aber wäre geil irgendwie, ne? Und dann kam dann die Idee, klar, machen wir, cool. Wie geht denn das? Habe ich keinen Plan von so. Und im Endeffekt sind es dann auch zwei Projekte geworden. Das eine ist der Solargrill und das andere ist ein kleiner Spirituskocher aus Dosen. Genau, Solarofen. Wie funktioniert das? Also ich habe dann mal nachgeguckt, die Idee ist einfach, man nimmt Sonnenlicht, möglichst viel davon, irgendwie fängt das halt auch so, wenn das da runterkommt und konzentriert das auf einen kleinen Punkt, irgendwie auf eine Kiste, was weiß ich. Also ich habe leider nicht genug gefunden. Ich hatte es noch getwittert, vielleicht hat jemand was mitgebracht, das ist derzeit das Einzige, was wir haben. Ist noch ein bisschen wenig, aber wir können uns jetzt noch was überlegen. Genau, wenn man jetzt dieses Sonnenlicht auf dieses Ding irgendwie gebracht hat, dann muss man also A gucken, dass man es nicht wieder abstrahlt, weil es halt irgendwie aus, keine Ahnung, Spiegelglas ist. Dann muss man gucken, dass es nicht irgendwie ableitet, weil es auf, keine Ahnung, ein Stück Metall steht. Und die Luft außen drum wird heiß, die will man eigentlich behalten. Das sind so die Grundideen, wie ein Solarkocher funktioniert. Es gibt drei prinzipielle Bauformen, die so die Bastler da draußen benutzen. Das eine ist dieses Panel oder Funnel. Das ist somit das Primitivste, wie man das hier sieht, ne? Also das sind irgendwie, ja, also das unten rechts, das ist so ein Ding, was man auf seine Windschutzscheibe tut, wenn es kalt ist, dass das nicht einfriert. Ne? Und da ist einfach ein schwarzer, halt hier so ein schwarzes Ding, ne? Und das ist in so einer Plastiktüte. Die andere Variante ist, das ist die Kiste. Da macht man eins, da kann man sich die Plastiktüte sparen, weil man nimmt irgendwie so eine Kiste, wie sie halt da stehen, und isoliert die ordentlich, macht oben eine Glasplatte drauf, tut alles, was man kochen oder dörren oder so will, rein und leitet da das Licht rein. Und im Grunde die dritte Variante, was eigentlich nur eine Verbesserung der ersten ist, ist diese Parabolschüssel, wo man einfach hingeht und sagt, alles klar, wir sammeln jetzt das Sonnenlicht und geben uns ein bisschen Mühe, so dass es sinnvoll auf einen Punkt aufschlägt. Also das unten in der Mitte zum Beispiel, da hat einer echt viele irgendwie AOL-CDs übrig gehabt. Ich arbeite nicht umsonst im Rechenzentrum, ich habe Festplatten dabei, ungefähr 32 Stück, also ich habe mal für euch irgendwie Nachmittag geschraubt im Schrott. Da können wir uns was überlegen, ihr seht schon, das sind auch mehr Bilder, das ist das, was ich eigentlich basteln möchte. Ich habe mir keinen Ablauf überlegt, ich könnte es behaupten, das wäre irgendwie so, weil es besonders schlau ist, aber ich habe einfach keine Idee, wie wir das machen. Der Plan ist einfach, wer Bock darauf hat, der kommt zu unserem Basteltisch. Das ist direkt bei den Lockpickern, dann, ich nehme an, so ein Solarofen ist ein bisschen aufwendiger. Wir haben im Club schon mal angefangen, haben dann aber irgendwann keine Pappe mehr gehabt und wieder aufgehört. Wir suchen uns ein paar Leute zusammen, die da Bock drauf haben, die überlegen uns, was wir für ein Design machen wollen. Ich habe was mitgebracht, also ein paar Anleitungen, und dann gucken wir, was fehlt. Und wenn wir genug haben, dass wir anfangen können, fangen wir einfach an zu basteln. Und dann probieren wir es aus. Wenn es klappt, ist cool, wenn nicht, basteln wir halt weiter. Ich habe Alufolie gekauft, da steht jetzt vorhanden ist, also die ist irgendwo, die hat jemand netterweise beim Aufbauen gestern mitgenommen, ich habe es noch nicht gefunden, wir haben echt viel Alufolie, dann hat mir jemand vom NOC geschrieben, er bringt Pappe mit, ich hoffe, das hat er auch getan. Ich habe Klebstoff, Klebeband, das alles, was da drauf steht, einen Haufen Kruscht. Genau, was ich auch noch nicht habe, ist, was wir kochen wollen. Klar, zum Testen vielleicht erstmal Wasser kochen. Dafür wird es übrigens in Afrika und in den ganzen heißen Ländern, wo es den Leuten eher nicht so gut geht, hauptsächlich genutzt. Die haben nämlich irgendwie verseuchtes Wasser. Und wenn man das ein bisschen durchkocht, dann kriegt man davon keinen Durchfall und stirbt auch nicht. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das heißt, wir kochen mal ein bisschen Wasser. Wenn das klappt, dann können wir entweder uns halt Gulasch kochen oder
Reis, Nudeln, irgendwas. Wenn genug Leute hier schreien, dann fahre ich mal heim und mache einen süßen Hefeteig. Dann machen wir uns irgendwie süßes Brot oder so. Genau, wenn es jemandem zu langweilig wird, wenn das alles fertig ist, dann kann er gerne einen Arduino-basierten Tracker bauen, der die Sonne nachfährt. Weil man muss diese Parabolschüssel alle 30, 45 Minuten nachführen, damit es auch ordentlich heiß bleibt. Genau, das ist so die Standardseiten plus... nee, das ist für den Teil reicht, dass da, das sind so, da findet ihr die meisten Infos. Genau. Dann gibt's das zweite Projekt, das ist für die Leute, die den schnellen Erfolg lieben und die keine Lust haben auf ewiges Basteln. Das ist dieser Dosenkocher. Das ursprüngliche Konzept entstammt einem Buch, was ich coolerweise habe liegen lassen. Der sieht ungefähr so aus. Der wiegt so, ich habe es geschrieben, 10 Gramm. Ist ziemlich stabil. Ich habe von dem inzwischen irgendwie 8 oder 9 Stück gebaut. Die funktionieren super. Und die machen Spaß und die machen geil Feuer. Ihr braucht dafür 2 leere Aludosen und eine volle. Deswegen hat der Einkauf, wenn ich es richtig gesehen habe, irgendwie ekliges Bier gekauft, also billiges Bier gekauft, ne? Ja, genau. Also es gab schon, Leute haben ihr Leben für euch aufs Spiel gesetzt und haben Bier getrunken. Irgendwie. genau, also da, das haben wir schon. Ansonsten habe ich so einen Stapel Anleitungen gedruckt, irgendwie hier so, wie das alles funktioniert, mit tollen Bildern drin. Und das meiste Werkzeug habe ich auch alles da. Das heißt, wer da auf Bock hat, so ein Ding zu bauen, der guckt, ob wir noch Dosen haben. Wenn nicht, kauft er halt ein paar, also weil die kosten der Dosenpfand. Wir verbraten den Dosenpfand. Wir zerstören Werte, ja, das ist schon ziemlich subversiv. der kommt einfach vorbei und bastelt. Wir haben 10, ist die Veranstaltungstechniker da? Wir haben 10 Liter Spiritus, den wir unter Verschluss halten. Es wurde schon erwähnt, es ist bitte kein offenes Feuer hier bei uns im Haus. Bitte nicht kokeln, wenn ihr kokeln wollt, draußen. Nicht zu weit rausschwimmen, da ist die Bundesstaatsanwaltschaft. Die sind echt unentspannt, ja. Also irgendwie keine großen Feuerbälle bauen, ja, lieb sein, benehmt euch, tut nichts, was eure Mutter nicht auch nicht erlauben würde, ja. Ja, das ist mein Proof of Concept unten von euch, genau, unten rechts. Unten links, Blödsinn, unten links, das war mein Campingtrip vor 5 Wochen. Ich habe tatsächlich mit diesem Ding erfolgreich, produktiv morgens Kaffee gekocht. Es funktioniert. Ja, und so sieht das aus. Da kann man schön mit Fackeln. Fragen? Sehr schön, alle erschlagen. Also die Idee ist, das beginnt ab jetzt, beziehungsweise der andere Teil, wenn ich die Alufolie gefunden habe, bis wir abbauen. Also ich lasse das Zeug einfach da. Wenn ich da bin, kann man basteln. Wenn ich nicht bin, kann man auch basteln. Nur kann sie mich im Zweifel nicht fragen. Ansonsten ist das so der Plan, einfach vorbeikommen und mitmachen. Immer noch keine Fragen? Ja, fertig. So, jetzt muss ich einen von euch von der Couch vertreiben. Und tschüss. Und wir bekommen jetzt was zu hören über ein Projekt, was die Welt verändern soll, was auf der GPN jetzt angestoßen werden soll. Bis das läuft. Nachtrag, ich habe die Materialien übrigens ins Wiki gestellt, also wenn ihr keinen Bock auf mich habt, aber alleine bauen wollt, da steht auch die Anleitung. So, hallo, ich bin Skytail, Tim, und ich wollte euch kurz vorstellen ein Projekt, das nennt sich One Too Many. Das hat sich ergeben aus der, oder worum geht's eigentlich? Es geht darum, wir würden gern Twitter bauen, aber in dezentral. Und zwar in gescheit, in dezentral. Ich weiß, es gibt hier so Projekte wie StatusNet, Identica. Aber wer sich da mal den Code angeguckt hat, der wird feststellen, dass man damit vielleicht nicht unbedingt arbeiten will. Und außerdem hätten wir gern irgendwie gescheite Krypto und Security und alles Mögliche. Das Ganze kommt aus der Geschichte, weil Twitter momentan immer mehr so den Monopolanspruch hat und Bestrebungen. Die kaufen Clients auf, die wenden sich an Entwickler und sagen in der Doku so, aber gell, eigentlich, also du kannst ja viel mit unserer API machen, aber wenn du so einen eigenen Client entwickeln willst, das sehen wir lieber nicht so gerne.
weil wir würden gern alle Clients irgendwie selber entwickeln, damit wir da schön Werbung reinpacken können. Dann kaufen sie irgendwie Bilderdienste auf, machen ihre eigenen, sonst irgendwas. Also ich habe den Eindruck, bei Twitter läuft das demnächst so ab, dass das alles komplett geschlossen sein wird und das ist ziemlich kacke, insbesondere wenn man halt tatsächlich so ein Medium braucht, um siehe arabische Revolution dann mal irgendwie schnellstens sicher irgendwie miteinander kommunizieren zu können. Deswegen habe ich irgendwann mal auf den Tisch gekloppt und gesagt, hör zu, wollen wir mal das Ganze programmieren in gescheit. Und es gab direkt mal einiges an Feedback. Unsere erste große Tat war, wir haben das Piratenpad mal gestürmt und quasi gededost. Also es ist schon einiges an Ideen, an Konzepten zusammen. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte jetzt hier den Satz beenden und wäre dann schon durchgescrollt, aber es ist in der Tat nicht so. Da ist haufenweise Zeug dabei. Es ist eigentlich nicht so, die grobe Idee ist halt nicht, dass es irgendwelche HTTP-Webservice, sonst was Geschichten sind, mit Servern, die sich untereinander verständigen, sondern dass man eher so eine Art File-Sharing hat, das heißt irgendwie vielleicht eine Distributed Hash-Table und Knoten, die sich untereinander verständigen und Tweets durch die Gegend schicken. Der Plan ist, da jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Coden anzufangen, sondern erstmal sich zu überlegen, okay, was ist bei den Konzepten am klügsten? Also da sind schon sehr coole Sachen drin. Willkommen. Ich sehe schon, einer von euch ist mal direkt ins Pad gekommen. Das heißt, ein bisschen konzeptionieren, ein bisschen überlegen, was gibt's für Technologien, die man vielleicht einsetzen könnte. Und es gibt, um Gottes Willen, ich glaube nächstes Wochenende, es steht auch hier irgendwo drin, es gibt auch ein Wiki, es ist etwas strukturierter, gibt es im Raumzeitlabor in Mannheim dann ein tatsächliches Coding-Wochenende, wo dann so ein bisschen wirklich mal, zack, wir legen los, so ein Kickoff. Das ist die Idee. Und wer da Interesse hat, wer da irgendwie seinen Input dazu geben möchte, wer da irgendwie Features wünschen oder Zeug von wegen, hey, da und da solltest du mal von gehört haben oder wer einfach ein bisschen mit rumspinnen will. Wir, das heißt momentan eigentlich ich, von den anderen Leuten, die hier mit drin sind, wollten zwar auch die einen oder anderen da sein, aber ich glaube, die haben es bislang noch nicht geschafft, sitzen quasi an der Kasse, ist links davon diese OpenStreetMap, diese große aufgehängte, und da gegenüber befindet sich ein schwarzer Tisch, quadratischer, da sitze ich rum, da könnt ihr mal vorbeikommen und Hallo sagen. Das ist so grob die Idee. Fragen? Ja, habe ich gedacht, fragt eh keiner, ihr müsst eh erst alles das durchlesen. Gut, danke. Okay, also wenn jemand von euch jetzt noch ein Projekt hat, was er hier starten möchte, dann kann er sich natürlich auch noch kurz spontan dazu begeben. Aha, hallo Urs. Ja, ich wollte nur kurz erzählen, ihr habt sicher draußen schon die Leinwand gesehen. Es gibt dieses Jahr wieder ein Beamer-Programmierspiel. Da gibt's auch nachher noch einen Vortrag zu. Da kann man kleine Raumschiffchen mit Lua rumschicken und das Universum besiedeln und tolle Sachen machen und sowas. Genau, piu piu piu. Gibt's gleich um 22 Uhr noch einen Vortrag zu, dann funktioniert vielleicht mein Code auch. Es fliegen schon Raumschiffchen. Es kann so schlimm nicht mehr sein. Ja. Okay, dann wünsche ich uns allen viel Spaß beim Basteln.